Samstag ist es endlich wieder soweit. Die Sommertour startet und zwar in Parchim. Und dieses Jahr sind ja auch die Gewinner des Band-Contests dabei von NDR1 Radio MV und dem Nordmagazin. Ich kann Ihnen eins sagen, hier waren so viele Zuschriften, dass es uns wirklich von Herzen leid hat, dass die ganzen Bands nicht alle mit dabei sein können bei der Sommertour. Und deshalb stellen wir Ihnen jetzt mal eine Band vor, die hat uns sehr beeindruckt und zwar durch ihre Liebe zur Musik. Hier sind aus Parchim Music General Store. Sie sind eine typische Partyband, doch immer nur Songs nachsingen. Das ist langweilig. Die Beatles-Fans zieht es ins Tonstudio. Selbst komponieren. Bandchef Christian Redulescu hat schon als Kind in Rumänien gesungen. Er ist Berufsmusiker. Und heute singen seine Kinder mit ihm. Spielen wir nochmal vor. Ja. Wir haben zwar unsere Diskussion manchmal und da mag ich manchmal nicht auch Erwärmung machen mit da bin ich ein bisschen manchmal, aber ich bin auch selber nervös wahrscheinlich, denke ich, daher kommt das. Streng ist er nicht. Er sagt dann auch, ruhig und dann kriegen wir das auch hin. Im Gegenteil zu meinem Sohn, der irgendwann sagte, jetzt reicht's mir. So, machen wir morgen. Und dann mache ich den JPEG da drauf. Nicole und Andy Redulescu sind Computer- und Design-Spezialisten. Doch auf Hip-Hop und Techno stehen sie nicht. Die alten Lieder von Papa, die finden sie hip. Und ich glaube, es geht auch wieder zurück zu ehrlicher Musik. Und das ist ja, glaube ich, der Schwerpunkt gewesen damals. Das hat ja diese Musik ausgemacht, dass es nur ehrliche Musik war, dass wirklich jeder sein Instrument gespielt hat. Ja, und nicht gecastet und hochgepusht und die Texte schon fertig geschrieben, obwohl das dem eigenen Sänger manchmal gar nicht liegt. So. Solange dein Herz noch schlägt, hör, was es sagt. Geh deinen Weg. Zwei Wochen haben sie an ihrem Song Hoffnung gearbeitet. Ehrliche Musik, handgemacht. Noch zwei Wochen, dann sollen die Demobänder an die Radiostationen verschickt werden. Doch am allerliebsten steht der Music General Store, wie sich die Band nennt, also der Musikladen, auf der Bühne. Bei Betriebs- und Stadtfesten, in Boltenhagen oder wie heute in Kühlungsborn. 5 Minuten vor dem Konzert sind allerdings kaum Leute da. Griechischer Wein? Ja. Quandusali? Ja. Gab es auch schon mal die Situation, dass keiner gekommen ist? Was macht ihr dann? Gab es zum Glück noch nicht. Nee. Also wirklich nicht. Und auch wenn es leer ist, dann wird trotzdem gespielt. Dann ist es halt eine schöne Probe für uns allein. Aber nicht hier, im Kuhkonzert. Hier hat man das Laubpublikum. Und ja, es zieht die Leute an. Also die hören das wirklich, die am Strand spazieren gehen. Das fühlt sich dann immer. Solange die Konzerte so beliebt sind, werden die Musiker um Christian Redulescu weitermachen. Mit Liedern aus mindestens 6 Jahrzehnten und mit ganz viel Herz.